Ich habe mich entschieden, drei unterschiedliche Aspekte hier zu beleuchten: politische und gesetzliche Rahmen der Einwanderung, Folgen für russischsprachige Juden und Judinnen in Deutschland und vor allem ausführlich über die Lebenswelten russischsprachiger Juden und Judinnen in Deutschland zu sprechen. Zum Hintergrund, beziehungsweise zu den politischen gesetzlichen Rahmen. Sie sehen den Graph auf der rechten Seite, in dem es deutlich wird, dass jüdische Gemeinden in Deutschland wiederbelebt worden sind nach der Einwanderung von russischsprachigen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1991, hauptsächlich genommen diese Einwanderung seit 95 unter dem sogenannten Paragraph Kontingentflüchtlinge, der eigentlich nicht passt, weil das aus einem ganz anderen Kontext genommen wird von vietnamesischen Migranten und vorausgesetzt wird, dass Migranten die Verbindungen zu ihrer Herkunftsgesellschaft abbrechen, was hier nicht der Fall gewesen ist. Wir haben praktisch enorme Zunahme in der Anzahl der Gemeindenmitglieder. Also das ist mittlerweile die drittgrößte Gemeinschaft in Europa und nach England und Frankreich. Und zu den Gründen der Auswanderung aus der ehemaligen Sowjetunion gelten die Unsicherheiten in der Herkunftsgesellschaft, wenige Möglichkeiten, in andere Länder auszuwandern nach 1991. Die weitere Einwanderung hat nach Israel stattgefunden und Menschen haben sehr intensiv mit den Bekannten und Freunden durch die Briefe und Telefonate, die nach Israel ausgewandert sind, ausgetauscht und über ökonomische und Militär Schwierigkeiten in Israel dadurch erfahren und dass praktisch viele Israel als fremd für sich ausgelegt haben, während sie sich als Europäer verstanden haben. Und so fiel diese Entscheidung auch mit dem Wunsch, Zukunftsszenarien oder Möglichkeiten für die eigenen Kinder zu gewährleisten und paradoxerweise auch ein Grund für die Auswanderung, dass man vor Antisemitismus in der Sowjetunion ausgesprochen, also ausgerechnet nach Deutschland gekommen ist. Wichtig ist dabei, dass die Einwanderung so eine Art Wiedergut, also eigentlich symbolischen Akt dargestellt hat. Durch den Schlüsselbegriff geschichtliche Verantwortung und sowohl Juden nach sozusagen der patrilinearen Linie, so wie sie oft in der Sowjetunion als Juden sich in den Pässen eingetragen haben, als auch nach der matrilinearen Linie durften einwandern. Aber in die Gemeinden, die sich als kultusreligiöse Gemeinden verstehen, wurden nur nach matrilinearer Linie sozusagen Juden aufgenommen. So hat es dazu geführt, dass über 100.000 Juden heutzutage oder Menschen, die sich als jüdisch verstehen, nach religiösem Gesetz nicht als Juden gelten und keine Mitglieder der Gemeinde sein können. Circa 30% der zugewanderten Juden waren über 60 Jahre alt. Das ist sehr wichtig, weil auch die, die unter 60 Jahre alt waren und Berufe hochausgebildete Menschen waren und viele Bildungsabschlüsse mitgebracht haben, also besonders so etwas nach 40 Jahre alt, 45 Jahre alt, oft erlebt, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt worden sind, besonders in humanitären Bereichen oder Abschluss gerade als Schulabschluss anerkannt wurde und so sich umqualifizieren mussten. Und sie im Gegensatz zu den sogenannten Spätaussiedlern, die über 2,2 Millionen nach Deutschland eingewandert sind, keine Rentenansprüche bekommen. Sie bekommen keine Staatsbürgerschaft und da gibt es eine sehr großer Unterschied, wie die beiden Gruppen sozusagen, die Russischsprachigen, die aus dieser Region kommen, behandelt werden, strukturell.
Wichtig ist für unsere Debatte, dass die sogenannten russischsprachigen Spätaussiedler unter anderem durch die Begründung als Kriegsvolksschicksal diese Renten beanspruchen durften. Und so es ist deutlich, also sozusagen die Absurdität der Situation, weil gerade Juden, jüdische, also russischsprachige Menschen, die dann Shoah-Überlebenden sind und ihre Nachkommen von dem sogenannten Kriegsfolgenschicksal quasi nicht betroffen seien, sozusagen, oder dieses Schicksal gar nicht anerkannt wird und dadurch diese ungerechte strukturelle Behandlung deutlich wird, besonders im höheren Alter, in dem die meisten, nämlich 93% aller russischsprachigen Juden, die sozusagen im Rentenalter sind, von der Grundsicherung unterstützt werden, also übersetzt Shoah-Überlebende, Nachkommen von denen sozusagen oder sogenannte Child Survivor unter der Armutsgrenze leben. Die Ankunft auf den neuen Planeten wurde mit sehr vielen Herausforderungen verbunden und auch im sozialen, psychologischen und kulturellen und religiösen Sinne gab es sehr viele Leerstellen in der Forschung dazu. Ich gehe kurz, also da sind ein paar Arbeiten, die ich, in denen ich damit auseinandergesetzt habe. Und ich gehe jetzt auf die Lebenswelten der russischsprachigen Community in Deutschland. Und zwar auf vier Aspekte. Erstmal auf die Migration, Gesellschaft, Kultur und Sprache, auf ihr Verständnis von der jüdischen Identität, auf einige Aspekte von dem Leben im Post-Shoah-Land und zum Schluss über die Kontinuitätserfahrungen von Antisemitismus. Ja, also in der neuen Gesellschaft brauchten Menschen neu sich zu orientieren, sich neu zu beweisen und auch viele Dinge neu auszulegen, um für sich Ressourcen zu schaffen oder eigene Ressourcen wieder in Frage zu stellen, inwieweit können sie weiter als Ressource dienen. Das werden wir gleich auch ein paar Beispiele sehen. Objektiv gesehen wurden viele oder die absolut meisten, die davor keinen Kontakt zu Deutschland oder zu anderen westlichen Gesellschaften hatten, vor Perestroika mit sehr vielen Phänomenen von Überflussgesellschaft, von Kapitalismus konfrontiert, die für sie in der Form absolut neu waren, um sich, also sozusagen mussten die Mechanismen zu erlernen, wie man sich absichert in einem kapitalistischen System, wie man sich verkauft, was heißt Steuersystem, also hier ein kleines Beispiel, wir wussten nicht, was Brutto ist und so weiter, das Kontosystem, das war damals Anfang 90er absolut neu alles. Auch kulturelle Wahrnehmungen von unterschiedlichen Phänomenen, aber auch grundsätzlich zum Beispiel Wahrnehmung von Zeit, wie eine Interviewpartnerin sagt, ich war sicher, Zeit kann man doch nicht planen oder so Begriffe wie Zeitmanagement und oder dieses Phänomen, dass man in der Sowjetunion nicht genau wusste, wann man nach der Arbeit wegen der Schlangen in der Knappheitsgesellschaft nach Hause kommt und in den Geschäften da in den Schlangen steht und dann nach Hause kommt und jemand, die auf dich zu Hause wartet, unangekündigt als Gast. Und dann musste man lernen, sagt eine andere Interviewpartnerin, auch Nein zu sagen. Sprachliche Schwierigkeiten, die besonders wichtig sind hier an der Stelle für hochausgebildete Menschen, die durch Sprache ihren Habitus als Intelligenzia, als Teil der höheren sozialen Schicht sozusagen signalisieren, wenn sie in eine neue Gesellschaft kommen und sprachlich nicht so gewandt sind. Ein Beispiel, am Anfang ohne Sprache kriegst du einen vollkommenen Minderwertigkeitskomplex. Du fühlst dich völlig nichtig. Als es schon ein bisschen verbessert hatte, hat mich eine Frau auf der Straße nach dem Weg gefragt. Ich sagte, ich weiß nicht. Und sie, sie sprechen kein Deutsch.
Und auch bewusste Trennung hier von unterschiedlichen, sehr gewöhnlichen Dingen wie Freunden, eigene Position, eigene Arbeit, Wohnung, gewöhnliche Umgebung oder Lieblingsorten und Trennung auch von der Metapher, sich in einer Gesellschaft wie Fisch im Wasser zu fühlen, bis hin zu Metapher, die wie eine Interviewpartnerin benutzt hat. Ich habe mich wie in eine Muschel am Anfang gespürt. Ja, sehr wichtig der Verlust des, des sozialen Statuses, also praktisch, dass Menschen am Boden der sozialen und ökonomischen Hierarchie positioniert wurden, trotz hoher Bildungs- und Berufsabschlüsse. Also damit auch ihre Bildung hinterfragt worden sind, dass sie gekränkt waren von dem Fakt, dass sie das ganze Leben lang für die Herkunftsgesellschaft gearbeitet haben und dann minimale Renten, wenn überhaupt, berechtigt sind zu bekommen und auch bei weitem, also nicht in allen Republiken, also beispielsweise in Russland, aber in anderen oft nicht. Dass die Elemente, die für sie Stärke waren, zum Beispiel russisch-literarischer Habitus, nicht mehr als relevant sich erwiesen hat und eine sehr klare Kluft zu sehen war zwischen dem, wie Menschen sich gesehen haben und zwischen dem, wie Menschen wahrgenommen wurden und auch dazu noch konfrontiert wurden mit unterschiedlichen Stereotypen oder Vorurteilen in der westlichen Gesellschaft als Russen. Und in dem Spannungsverhältnis sich bewegt haben zwischen den Metaphern, die Russen sind da oder anderen Zuschreibungen, die mit, also negativ mit Russland wegen des Krieges, Zweiten Weltkrieges sozusagen, tradiert wurden einerseits und andererseits als so mit diesen philosemitischen Bildern, ach schön, dass sie wieder da sind nach dem Krieg sozusagen, beides. In beides sieht man, wie Menschen dabei instrumentalisiert werden, oft im Sinne von der Interaktion. Über jüdische Identität ein paar Sätze, dass für viele am Anfang nicht ganz klar war, dass sie mit der Frage konfrontiert sein werden, wie können sie in das Land der Täter auswandern, weil sie mit anderen Problemen und Krisen existenzieller Art beschäftigt gewesen. So wie eine Interviewpartnerin sagte, du brauchst tausende Begründungen, hierher zu kommen und dann tausende Rechtfertigungen, hier zu bleiben. Oder so mit Fragen konfrontiert, wie in einem Sprachkurs, haben Sie kein Mitleid zu Ihren Shoah, also Opferverwandten? Also wir freuen uns, dass Sie da sind, aber ich versuche mich in Ihre Lage zu versetzen. Wie konnten Sie hierher kommen, sozusagen, mit solchen Fragen, die sehr belastend gewesen und auch dem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, weil diese Migration als Pragmatismus oder als sogenannte Wurstmigration bedeutet, sozusagen ökonomische Beweggründe oft gesehen wurde und auch Menschen mit Fragen konfrontiert wurden, besuchen sie oft ihre Heimat, indem man vermutet hat, dass Sowjetunion ihre Heimat gewesen. Also man wusste sehr wenig tatsächlich über diese Gruppe. Theoretisch war man bereit und froh, dass Juden nach Deutschland auswandern. Praktisch wusste man gar nicht, mit welchen Phänomenen, mit welchen Biografien, mit welchen Identitäten Menschen hierher kommen. Und auch führte dazu, dass von den mehrfachen Identitäten die jüdische Identität oft verdeckt wurde und Menschen sich als russisch präsentiert haben, um bestimmte Fragen zu ersparen und tun das auch wegen Antisemitismus oft bis heute. Noch ein wichtiger Punkt an der Stelle, das ist die Rückkehr oder Neuentdeckung der Religion, der jüdischen Identität, die in der Sowjetunion für viele hauptsächlich mit Problemen und schlechtem Schicksal verbunden war, mit Antisemitismus verbunden war, weil viele Dinge sehr lange Zeit verboten waren und dass Menschen nach der Perestroika peu à peu gerade durch die russische Sprache, in die sehr viele Dinge übersetzt werden,
Also jetzt Judentum für sich entdecken, auch nach Auswanderung, gerade durch die russische Sprache und nach ihrer Teilnahme, aktive Beteiligung an im Leben der Gemeinden. Ja, also Volker Beck hat gerade auch diesen Punkt, wichtigen Punkt erwähnt, auch wenn Menschen religiös werden oder traditionell werden, dass diese religiöse Vielfalt an den Grenzen stößt, beispielsweise wenn man beansprucht, Ruhe und Feiertage und religiöse Praxis aktiv auszuleben, also dann wird die Bereicherung sehr schnell zu einem Störfaktor, besonders institutionell, wenn man bestimmte Dinge beansprucht, trotz der Religionsfreiheit, und damit werden auch viele russischsprachige Juden konfrontiert. Spannungsfeld zwischen der Nähe und Distanz, wenn man Juden als Objekte wahrnimmt, also beziehungsweise als jüdische Mitbürger, also ein Begriff, der Allergie auslöst. Und das wird so ausgedruckt wie in diesem Zitat bei einigen Interviewpartnern, wenn alle plötzlich komisch, also extrem enthusiastisch, überfreundlich oder aufgeregt oder auch skeptisch und distanziert werden, nachdem sie erfahren, dass du jüdisch bist. Und das ist immer diese Frage, inwieweit möchte man sich dem aussetzen, inwieweit möchte man das offenlegen, inwieweit ist es angenehm für die Diskussion oder Herausforderung, die man vermeiden möchte. Und weiterhin, also war ein sehr massives Phänomen, das sowohl in den Medien als auch innerhalb der inneren Diskussionen zwischen unterschiedlichen jüdischen Gruppen oder auch mit Mehrheitsgesellschaft immer wieder diese Frage aufkam: Seid ihr jüdisch genug? Also beziehungsweise in den Medien konnte man lesen, die Unterstellungen, dass man jüdische Identität als Ausreiseticket für die Einwanderung nach Deutschland benutzt hätte. Und das sind zwar Menschen, die irgendwie vom Judentum, also das irgendwas im Pass stand, aber eigentlich nicht zu der Gruppe gehören würden oder eigentlich nicht wirklich jüdisch gesehen wurden. Und somit wurden sie doppelt bestraft, sozusagen, einmal als die bestimmte jüdisches Leben verboten war und einmal, dass man sich hier erklären musste dadurch auch. Und das drückte sich, also ich habe hier ein Beispiel genommen aus einer Synagoge, wo jemand eine Führung macht für eine deutsche Gruppe, die Synagoge, also die besucht, und dann fragt jemand aus der Gruppe, wo sind die echten Juden, die ohne Akzent? Und der Mann dann sagt, ja, die ohne Akzent wurden in der Shoah ermordet. Jetzt sind wir mit dem Akzent da, aber wir können uns doch verstehen, oder? Der Mann dreht sich um und geht. Das Leben in der Post-Shoah-Gesellschaft wird durch diese deutliche Kluft zwischen dem Anspruch und Wirklichkeit charakterisiert. Einerseits wird man als eine riesige Bereicherung sozusagen gesehen, als Beweis für die Aufarbeitung der Geschichte, als Teil vom christlich-jüdischen Abendland, theoretisch. Andererseits in den konkreten Situationen werden Menschen damit konfrontiert, dass sie stellvertretend sozusagen für alle Juden stehen sollen, die verzeihen sollen, die Teil von Versöhnungsprozess sein müssen, die sozusagen diesen Indulgenzerwartungen gerecht werden müssen, dass Menschen in der Interaktion versuchen, Distanz von ihrer Nazi-Vergangenheit in der Gesellschaft zu nehmen und das mit sehr viel Scham und Schuld verbunden wird. Und man wird immer wieder als Projektion sozusagen, als Opfer gesehen, abgesehen davon, wie man sich selbst sieht. Zitat, du bist hier nur als Opfer erwünscht, sie möchten dich als Erinnerung, als Teil der Gesellschaft, aber es kommen unterschiedliche Menschen, nicht immer angenehm oder nett, und sie verderben das idealisierte Bild der Holocaust-Opfer, die durch schwarz-weiße Fotos im Museum dargestellt werden. Diese Realität ist für viele in Schwarz-Weiß-Geschichte. Und plötzlich kommst du mit deinen Problemen und Ansichten.
Und hier ganz wichtig nochmal ein weiteres Narrativ, dass viele russischsprachige Juden sind, auch in der Sowjetunion während des Krieges als Soldaten gekämpft haben. Das waren etwa 500.000 Menschen. Auch 500 Juden haben die höchste Auszeichnung, Helden der Sowjetunion bekommen, die extrem schwierig zu bekommen war wegen des Antisemitismus, des institutionellen Antisemitismus in der Sowjetunion. Das bedeutet, dass Menschen sich auch als Sieger und nicht nur als Opfer verstehen. Und es ist die Frage, inwieweit ist es möglich, sich als Sieger auf Grundsicherung zu verstehen, was vielen Menschen dann hier passiert ist, dass sie also praktisch ihre Arbeitserfahrung nicht anerkannt worden ist und sie zusätzlich dann belastet werden mit unterschiedlichen Bildern, also wie hier im Sprachkurs mit Empathieverweigerung. Zitat, das ist die von einer Shoah-Überlebenden, Child Survivor, Kind gewesen während des Krieges, noch evakuiert werden durfte. Die Deutschlehrerin sagte uns, ihre Mutter sei ganz irritiert gewesen, als sie hörte, dass ihre Tochter Russen unterrichtet. Das sind ja die Vergewaltiger. Und dann war es still. Und ich sagte daraufhin, wissen Sie, wenn ich in der Nacht schweißgebadet in Panik aufwache, weil auf der Straße jemand Deutsch redet und mein Fenster offen ist, brauche ich eine Weile, um zu begreifen, wo ich bin und dass alles in Ordnung ist. Die Lehrerin hat dieses Thema nie mehr wieder berührt. Und das ist halt wirklich die Frage auch zum Thema der Konferenz. Ich versuche das zu übersetzen, den Satz aus dem US-amerikanischen Kontext von Douglas Hauer, das für Holocaust-Mahnmale sehr gilt, da ist, aber nicht für die Überlebenden, im Sinne von nicht für die Rente der russischsprachigen Juden, wenn man das übersetzt auf die deutsche Realität. Und dass man praktisch also für die Kriegsverbrecher und Nachkommen der Kriegsverbrecher Renten, also dass sie Renten erhalten und für die unsrigen sozusagen in der Gesellschaft so auf diese Art und Weise sorgt. Und die Juden fallen an der Stelle weder als Kriegsfolgen-Schicksalsgesellschaft noch als unsrige. Und ich gehe vielleicht nur noch kurz letzte Folie zu Kontinuitätsbilder des Antisemitismus, dass für die russischsprachigen Juden Antisemitismus, und zwar sehr primäre, deutliche Formen des Antisemitismus, eine Realität, eine Normativität dargestellt hat. Und leider war das und wird das immer noch nach der Einwanderung deutlich, dass diese Kontinuität niemals unterbrochen worden ist. Und besonders im israelbezogenen Antisemitismus oder Schuldabwehr-Antisemitismus sind russischsprachige Juden genauso wie alle anderen Juden massiv ausgesetzt, was dazu führt, dass man sozusagen oft, dass das auch negative Auswirkungen auf die jüdische Identität haben kann, auf die jüdische Identität der Kinder haben kann, auf die Art und Weise, wie offen man mit dem Judentum in der Öffentlichkeit geht. Diese Idee, dass man wusste, dass wenn etwas passiert, wirst du dann schnell zu einem Sündenbock gemacht. Also diese Idee zieht sich auch hier in ganz, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und jüdische Präsenz in Deutschland weiterhin keine Normalität darstellt. Und hier an der Stelle wird es noch sozusagen erschwert durch diese strukturelle Diskriminierung, durch Gesetzlage, dass russischsprachige Juden keine Rente und keine Staatsbürgerschaft über Jahrzehnte sozusagen automatisch bekommen. Ich glaube, ich höre hier auf. Das war ein Turbotempo. Ich weiß nicht, ob Diskussion vorgesehen ist oder nicht. Ja, vielen Dank.